Einen schönen guten Abend und ja, welcome back. Ihr habt das letzte Video gesehen, ihr seht mein Gesicht. Ich habe mich, heute ist Freitag, ich habe mich seit Samstag nicht auf Instagram so wirklich gemeldet, nicht hier gemeldet, habe das Video online gestellt, habe noch nichts zum nächsten Wettkampf gesagt und ja, leider hat das Ganze auch einen Grund. Deswegen, ihr habt es im Titel gesehen, ihr habt es im Thumbnail gesehen. Ja, nichts passiert ohne Grund, heißt das, glaube ich. Um euch ganz kurz aufzuklären, erstmal das Wichtigste zuerst oder das Unschöne zuerst. Die Wettkampfsaison ist durch. Wir sind durch mit der Wettkampfsaison. Alicante war mein erster Wettkampf für diese Saison, für die zweite Jahreshälfte und leider auch ungeplant mein letzter Wettkampf für die Jahreshälfte. Eigentlich war es geplant, heute ist wie gesagt Freitag, heute wären wir eingecheckt in Dänemark, das Apartment ist übrigens frei, in Dänemark eingecheckt. Und ich wäre am Sonntag in Dänemark gestartet, auf dem Pro Qualifier. Das war der Plan. Alles gebucht nach Alicante, alles geplant nach Alicante. Aber es sollte nicht sein. Ja, Kurzfassung dazu, um euch ein bisschen mitzunehmen, warum, weshalb, weswegen, was passiert ist. Folgende Sache, nach dem Wettkampf lief alles ganz geplant, Gewicht ist hochgegangen, wie geplant, wir haben schön gegessen, habt ihr gesehen. Ich bin mit 128, 129 in die Woche gestartet, es war alles perfekt, es lief perfekt. Montag lang Rückflug gehabt, Dienstag erste Beintraining gehabt, perfekte Einheit gehabt. Mittwoch schöne Trainingspause gehabt, alles sortiert, gebucht, gemacht, getan. Donnerstag ins Training gegangen, Donnerstag ja, ein bisschen angeschlagen, will ich sagen, gewesen, leicht grippig gewesen, so dass ich gemerkt habe, okay, im Training, irgendwie kriege ich Temperatur. Ich glaube, ihr kennt das, wenn man im Training im Winter ist und man denkt so, okay, irgendwas kommt. Genau das Gefühl hatte ich, ganz klar. Ich glaube, wir kennen es alle mittlerweile. Das Erste, was man denkt, ne, der Nasenabstrich. Und den Mist bedeutet, ich habe mir erstmal einen Schnelltest geholt, Schnelltest negativ, habe das ganze Freitag wiederholt, bin Freitag wieder ins Training, habe Push und Pull trainiert, also Donnerstag und Freitag, und habe mich im Push-Training am Freitag gemerkt, irgendwie ist der Dampf weg, ich habe Probleme, mein Intra zu trinken, ich habe nach dem Training keinen Appetit auf mein Rice Pudding gehabt. Und das bei 3500 Kalorien, 3600 Kalorien knapp. Und da gingen dann bei mir eigentlich die Alarmglocken an. Energie weg, Appetit weg. Und die Form war am Freitagmorgen nicht wirklich gut. Ich habe einen Wasserfilm gehalten. Ihr kennt meine Form. Im Verlauf der Diäten bin ich eigentlich immer relativ, ja, trocken. Ich schleppe nie viel Wasser mit mir rum, einfach weil ich viel schwitze. Das ist irgendwie so mein Wasserhaushalt. Habe nie dieses Wasserproblem. Aber an dem Freitag hatte ich dieses Wasserproblem. Dementsprechend hat Stefan schon gesagt, irgendwas ist merkwürdig. Ich habe auch gesagt, ich fühle mich auch merkwürdig. Irgendwas ist merkwürdig. Und bin dann Freitag nach dem Training nach Hause. Ab 90 Minuten lang wird der Post-Workout gewartet. Habe die Post-Workout gegessen und war danach eigentlich durch. Bedeutet, zwei Mahlzeiten Reishähnchen, eine Mahlzeit Hähnchen Blumenkohl plus meine geliebten Eier habe ich ausgelassen, bin ins Bett gegangen, habe geschlafen und habe von Freitag auf Samstag Nacht so leichte Magenschmerzen bekommen. Habe gedacht, okay, ich habe mir irgendwie was eingefangen. Dazu Fieber bekommen, also grippaler Effekt. Ja. Samstag war soweit eigentlich alles gut. Rest Day, habe gedacht, gut, ich gönne mir einen richtigen Tag Pause. Habe auch gemerkt, ich habe keinen Hunger. Wie gesagt, ganz normal grippaler Effekt. Und habe mich dementsprechend ein bisschen aus Instagram zurückgezogen. Entschuldigung dafür, Leute. Aber ich war einfach platt und wusste auch nicht, was ich posten soll. Wenn man krank ist, dann ist man ja nicht so in der Muße, irgendwie was zu machen. Und bin dann Samstagabend ins Bett gegangen. Eigentlich alles gut, habe wenig gegessen an dem Tag. Zwei Mahlzeiten gegessen, habe einfach gedacht, okay, ich lasse das ganze System einfach mal leer laufen. Guck, dass der Hunger wieder kommt und dann geht es Sonntag wieder los. Der Kopf ist da. Ich habe 7 Tage Zeit bis Dänemark. Alles easy, Gewicht passt, Form stimmt, KFA ist niedrig.
pushen wir durch, easy. Und habe von Samstag auf Sonntag so starke Magenschmerzen bekommen, dass ich mich mit dem RTW abholen lassen musste, leider. Ich habe es nicht geschafft, selber ins Krankenhaus zu fahren, oder wir sind nicht in das Krankenhaus gekommen, weil es kam wirklich 1.30 Uhr starke Koliken ab in den Krankenwagen, habe ich noch nie gehabt. Im Krankenhaus haben sie mich direkt untersucht, CT gemacht, Ultraschall gemacht, es ist nichts gefunden worden, es ist alles in Ordnung, ich bin in Anführungsstrichen mechanisch gesund, habe mich trotzdem zur Beobachtung da behalten, alle Abstriche gemacht und ja, Fazit jetzt so daraus ist wohl wirklich, dass ich mit irgendeinem bakteriellen Virus, sonst was, grippalen Effekt in Alicante aufgeschnappt habe. Ich bin der Meinung, das zu erinnern, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin der Meinung, Steve hat sich damals in Portugal irgend so einen Mist, einen Salat eingefangen. Ich will nicht sagen, dass ich das Gleiche hatte, auf jeden Fall, seht ihr an meinem Gesicht, ich bin mit 128 letzte Woche gestartet, ich habe heute Morgen 121, also ich bin 4,5 Kilo leichter als auf dem Wettkampf. Körperfettanteil ist dementsprechend immer noch sehr, sehr niedrig. Muskulatur ist ein bisschen minimal geleert, das Volumen fehlt. Und ja, ihr seht, ich bin gerade hier beim Rice Pudding machen, das ist wie gesagt Freitagabend, ich habe heute Morgen schon ein bisschen was gegessen. Wie gesagt, wurde dann auch im Krankenhaus wieder entlassen, ist alles gut, CT wurde gemacht. Ich habe heute nochmal, toi toi toi, gute Ärzte, habe heute nochmal alles abchecken lassen, habe nochmal eine Darmspiegelung machen lassen, um das abzuchecken, habe den Dickdarm kontrollieren lassen, einfach weil ich denke, als Sportler, wenn man die Möglichkeit hat, dann wollen wir alles durchchecken und auf Nummer sicher gehen, alles ausschließen, Sport ist komplett ausgeschlossen. Die Ärzte waren wirklich hervorragend offen und ich muss wirklich sagen, leider haben wir immer den Nachteil, dass man als Sportler und als Leistungssportler immer einen Stempel kriegt, ganz und gar nicht. Die waren wirklich zufrieden, Blutwerte in Ordnung, Blutdruck in Ordnung, alles super, Vitalwerte in Ordnung. Aber ich habe mir irgendein Bakterium oder ein Virus eingefangen. Ist jetzt sporadisch aufgetreten, bin jetzt wieder anderthalb Tage problemfrei, muss aber mit dem Essen ein bisschen aufpassen. Also der Appetit ist noch nicht da. Dementsprechend bin ich gerade, bin ich auf diese wunderschönen, das war meine Zwangsernährung der letzten Tage, Brokkoli-Cremesuppe. Mit 100 Kalorien pro Suppe, davon habe ich so 3-4 Stück am Tag gegessen, mit ein bisschen Brot und das war es dann eigentlich auch schon. Also wirklich sehr, sehr wenig gegessen. Dementsprechend hink ich auch ein bisschen hinterher. Viele haben mich schon gefragt, wir bekommen jetzt diese wunderschönen Soßen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wann das Video online kommt. Samstag beginnt die Black Week bei ESN. Erzähle ich euch gleich nochmal zu gerne. Da werden die released. Ich habe die Woche noch nicht getestet. Ricky ist fleißig am Testen. Könnt ihr bei ihr auf Instagram nochmal nachgucken. Barbecue soll sehr lecker sein und Curry soll sehr lecker sein. Ich bin mit dem Magen jetzt ein bisschen vorsichtig. Was das angeht, ist dementsprechend gibt es bei mir leicht verdauliche Sachen. Ich bin so ein bisschen auf Instant Rice Pudding hängen geblieben. Also alles, was bei mir beim Laden funktioniert, funktioniert jetzt auch hervorragend. Dementsprechend... Rice Pudding, bisschen Flavor dazu, bisschen Mandelmus dazu, alles was wie gesagt leicht verdaulich ist, ein bisschen Obst dazu, den ganzen Kleinkram. Ja, warum mache ich das Video? Ganz klar, ich möchte euch einmal mitteilen, dass die Wettkampfsaison vorbei ist und ja, der erste Tag, viele fragen sich, oh Gott, er kann keinen Sport machen, das ist jetzt das Zusammenbruch, der Zusammenbruch seines Seins. Nein. Der erste Tag ist natürlich kacke, weil man versteift sich auf eine Wettkampfsaison und möchte eine Wettkampfsaison machen. Ich habe es im letzten Video auch gesagt, habe es in Alicante gesagt, Leute, ich hole für euch den Sieg. Ich hole die goldene Medaille für alle meine Supporter, alle für euch da draußen. Und ich kann es nicht machen, das hat mich schon geknickt, weil ich euch zeigen wollte, dass es geht, dass es möglich ist, mit Fleiß und Ehrgeiz seine Ziele zu verwirklichen. Das werde ich auch noch, das weiß ich, das ist da oben drin, aber... leider nicht jetzt. Jetzt überlege ich gerade, was ich da reinmische. Die Auswahl ist ein bisschen größer geworden. Salted Caramel gibt es jetzt neu. Habe ich leider auch noch nicht getestet. Schwarzer Teller passt nicht. Aber ich denke mal, dass... Hast du das Lemon schon getestet? Heute Abend. Heute Abend. Kommt noch. Das riecht gut.
das Lemon, fast zum Lemon, ein bisschen, ich bin gerade so ein bisschen im Tasty-Masty hier so rumprobieren, weil ich halt relativ wenig essen kann oder wenig esse, um den Magen zu schonen, bin ein bisschen vorsichtiger und dafür ein bisschen geschmacksvoller. Auf jeden Fall kein Loch, kein Drama. Klar, das Gewicht ist ein bisschen runter, das ist jetzt nicht das Schönste, was man sich wünscht, aber es sind Muskeln, Muskeln waren mal nicht da und Muskeln kommen auch wieder, das ist ganz wichtig. Dementsprechend werde ich jetzt gesund, wo ich jetzt gerade auf einem sehr guten Weg bin, werde meine Kalorien versuchen wieder hochzufahren. Und die Planung, um das gleich ein bisschen ins Fachmännische zu kriegen, ist jetzt nicht einfach nur zu essen und wieder dick zu werden, sondern ich würde so eine sogenannte Recomp machen. Das heißt, mein Ziel ist es wieder auf die 125, 126 Wettkampfgewicht zu kommen, meine Form wiederherzustellen und von da aus dann in die Pause zu gehen. Dann ist ja auch Olympia, wir fliegen ja nach Olympia nach Vegas zum Olympia, gibt natürlich eine schöne Berichterstattung für euch. Schon mal als kleiner Teaser vorweg. Ja, das ist der Plan, das ist passiert, deswegen habe ich mich nicht gemeldet, deswegen war ich am Samstag vielleicht ein bisschen geknickt, genervt, weil ich die Wettkampfsaison abbrechen musste, weil ich die Wettkampfsaison Samstag nicht abbrechen wollte. Ricky musste auch grinsen. Stefan war auch ganz, ganz eng an meiner Seite. Wir haben täglich telefoniert. War natürlich auch besorgt, was Sache ist, weil, wie gesagt, so ein Virus ist, ist schon ungewöhnlich, dass man sich das so heftig war. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die Woche war dann eigentlich klar, dass alles, was ich jetzt auf die Bühne bringe, nicht meine 100% sind, die ich auf die Bühne bringen möchte. Ich möchte für euch 100% auf die Bühne bringen. Ich möchte für mich 100% auf die Bühne bringen, euch und Deutschland repräsentieren international. Das werde ich auch weiterhin tun. Jetzt leider eine ungeplante Pause. Ganz kurz, ich habe es schon angerissen eben. Ab Samstag beginnt die Black Week, um es einmal kurz hier zu sagen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. ESN macht jedes Jahr keinen Black Friday, sondern eine Black Week. Auch dieses Jahr gibt es wieder eine riesen Black Week mit dem größten Restock in der Geschichte von ESN. Das heißt, ihr kennt die Produkte, die immer sehr schnell ausverkauft sind. Die werden nahezu alle gerestockt, was Proben angeht, was Proteine angeht, was Flavor angeht und. Was neue Produkte wie die Soßen angeht. Gibt wirklich diverse neue Sachen. Dazu gibt es diese Staffelung 50% auf diverse Produkte, 40%, 30%, 25% glaube ich. Und 20% auf diverse Produkte. Alles, was da nicht aufgelistet ist, ist 20% ausgeschlossen, ist wie immer Vayu. Die Riegel sind nicht ausgeschlossen, die Riegelboxen sind auch nicht ausgeschlossen, da bekommt ihr also auch satte Prozente. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch kurz aufklären. Wie gesagt, viele haben mir geschrieben auf Instagram, dadurch, dass ich teilweise so platt war und mein Ura-Ring hat gesagt, ich habe 16 Stunden am Tag geschlafen. Ich habe die Schlafwerte eines Säuglings. Hatte ich einfach nicht die Muße, auf Instagram alles zu beantworten. Ich habe ein paar Fragerunden versucht durchzuboxen, aber war nicht so richtig motiviert. Ich habe versucht, auf dem Laufenden zu halten. Aber jetzt geht's weiter mit meinem Rice Pudding. Ich werde noch ein bisschen Banane dazu machen, habe ich ganz vergessen. Ein bisschen Obst dazu. Ein bisschen Obst haben wir ja noch. Ein bisschen Banane dazu, weil der Arzt hat gesagt, ich darf alles essen, auf was ich Hunger habe. Also, das ist ganz interessant. Der Appetit bestimmt ja auch immer oder sagt uns ja auch immer, was gut für uns ist. Und ganz wichtig, bei Magen-Darm nimmt Sachen, das ist ja dieses Haushaltsmittel, Salzstangen und Cola, keine Salzstangen und Cola, bitte nicht. Nimmt leicht verdauliche Sachen, Reis, Suppen, Kartoffeln, also was. Instant Rice Pudding finde ich jetzt eine super Sache, weil es bequem ist, was das Kochen angeht. Und ich keinen Bock habe, jetzt Reis zu kochen. Das ist einfach, weil es so ist, schneide ich immer endlich für Müll zusammen. Einfach, weil es einfach ist. Und guckt mal, da ich jetzt ja nicht zwei Tage hier nicht so oder drei Tage nicht richtig am Essen war. Ich habe echt 36 Stunden nichts gegessen. Will hier jemand? Nö, doch nicht. Will hier doch jemand? Endlich wieder Banane, ne?
Gibt es für Chico ein Stück Banane, für mich gibt es 50 Gramm Banane. Und damit schließe ich das Video ab, sonst versabbel ich mich auch. Meine Form habt ihr im Thumbnail gesehen. Ich bin dünn, ich bin richtig flach. Ich glaube, ich brauche eine Woche, um wieder reinzukommen. Aber ihr seht, es kommt wieder Leben rein bei mir. Ich werde wieder fitter. Und ich kommt noch eine Prise Zimt rein. Das ist übrigens der Zimt von Koro. Bio-Zeitung. Ist ein bisschen günstiger, wenn ihr den so kauft. Wenn ihr den aufkriegt, wird es noch besser. Und damit könnt ihr halt The Real Zimt-Teppich machen. Nicht so eine halbe Sache. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video. Ich hoffe wieder aus dem Gym. Ich werde es ein bisschen euch mitnehmen. Ich glaube, meine Kraft wird gut runter sein, das heißt, es gibt ein anderes Training, weil ich ja auch das, die Phase sich verändert hat. Wir sind aus der Diät raus, Volumen geht wieder hoch. Dazu kommt dann viel, wie ich mein Volumen steigere, wie ich mein Training anpasse. Das kommt alles nach und nach, Step by Step. Es ist wirklich viel Content geplant, kann ich euch schon mal sagen. Ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß beim Shoppen. Ab 12 Uhr Samstag geht's los für, ich glaube, bis Mittwoch ist die Black Week. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Schnappt zu, wenn ihr mich supporten wollt, wenn ihr mich unterstützen wollt. Auch wenn ich jetzt keinen Wettkampf mache, aber der Wettkampf kommt im nächsten Jahr. Ich hole ihn nach, ich hole euch die Goldmedaille. Da drüben liegen die anderen Medaillen von diesem Jahr. Dieses Jahr ist abgeschlossen. Haken dran, feuer frei. Ich wünsche euch viel Spaß im Training und viel Spaß beim nächsten Video. Danke.